Und damit ein herzliches Willkommen bei mir, dem Thorsten Akatoto, beim Clan Wapupa. Wapupa, ich weiß gar nicht genau, wofür es steht, aber man hat mir zwischenzeitlich gesagt, es steht für Wally, Puffy, Daniel. Und man könnte natürlich die Annahme haben, also die hatte ich zumindest, dass es auch Wasserpumpenzange heißt. Und aber man weiß dann nicht, wofür das DA steht. Und ich war ja jetzt ein bisschen länger. Das hat einfach die Bewandtnis, dass hier der Clankrieg, den ich hier mitgespielt habe bei dem Clan, sehr spät anfing, nämlich erst so gegen Mitternacht. Und dementsprechend hört er natürlich auch spät auf. Dann kann ich nicht mehr aufnehmen, wollte heute Morgen was aufnehmen. Noch vor der Arbeit habe ich aber nicht mehr geschafft, weil mein Wireless LAN hier auch so rumgezickt hat. Das habe ich jetzt heute Abend erstmal gefixt und habe hier noch ein bisschen nachgebessert, sodass ich hier hoffentlich diese komischen Zeichen jetzt nicht mehr sehe im Video. Das nervte mich nämlich heute Morgen sowas von ab, dass ich das dann erstmal abgebrochen habe, das Unternehmen. Und euch aber jetzt schöne CK-Angriffe zeige. Ich war hier ja nur Gastspieler, habe hier, glaube ich, auch gut abgeliefert. Wie schon angesprochen, der Clan Wapupa hier ist ein Level 10 Clan. Alles coole Abendspieler hier und vor allen Dingen genau auf meiner Wellenlänge. Man hat mich hier gleich mit Ironie begrüßt. Das konnte ich sofort erwidern und ich durfte dann mit so epischen Spielern hier wie Sackjucken spielen. Einen habe ich hier ganz besonders gemocht. Kiste Feldins, das ist genau meine Wellenlänge. Dann gibt es hier noch den und es gibt hier den Melone. Es gibt hier ganz viele Steals, also auch so ein paar Twink-Chars, die hier in dem Clan sind. Und Bumsklumpen nicht zu vergessen. Dann haben wir hier unten noch den neuen. Wir haben, da haben wir einen der Namensgeber, nämlich den Puffy. Und Sven Senf nicht zu vergessen und natürlich auch Klassiker Dosenbier. Alles coole Chars hier haben richtig dem Schalk in den Nacken. Vor allen Dingen, wenn das hier abends dann losgeht. Also es, tagsüber ist hier doch eher gedämpfte Stimmung. Das machte mir aber auch gar nichts, weil ich hier mich natürlich auch gedämpft gehalten habe. Nämlich so gut wie gar nichts gemacht habe. Aber nichtsdestotrotz, wir wollen coole CK-Angriffe zeigen. Ihr seht es jetzt schon, ich muss es einfach zeigen, wir haben gewonnen. Aber wie wir gewonnen haben, das war schon sehr außergewöhnlich. Wir haben nämlich gut verteidigt. Das war eigentlich der Schlüssel dieses Sieges hier, die guten Verteidigungen unserer Neuner und unserer Zehner. Und wir haben ein Rathaus 11 dabei. Natürlich haben wir auch gut angegriffen, gar keine Frage. Ich will euch ein paar schöne Angriffe hier zeigen. Denn es gibt hier natürlich ein paar schöne Angriffe zu sehen. Von Rathaus 8 hoch bis auf Rathaus 11. Ich spule die ein bisschen vor. Ich kriege eh nicht alle rein, aber so kriege ich zumindest die schönsten hier mit rein. Und man sieht ja auch nicht so alle Tagsangriffe, sondern ich hatte das schon mal in meinen anderen Besuchsvideos erwähnt, dass ich das eigentlich mag, wenn hier zum Beispiel so ein Neuner jetzt nicht gleich mit Drachen an so ein Achterbase geht, ist natürlich eigentlich ein leichtes Unterfangen, wenn man schon alle Zauber hat. Dass man hier zwei Lars wegmacht und das ganze Ding eben mal mit Drachen überfliegt. Aber der Stil hat sich hier einen schönen Golaluna ausgedacht. Und ich habe auch relativ viele Kämpfe live gesehen, weil gerade am ersten Abend wurden dann schon einige Angriffe gemacht. Ich habe auch meinen ersten Angriff direkt am ersten Abend gemacht und dann lange auch abgewartet. Das konnte man hier auch, sodass wir hier auch taktisch eigentlich einen guten Vorteil hatten und hier machen aber die Hawks alles richtig. Ja, das war jetzt auch nicht so ein Max 8er hier, also hat noch Level 7 oder Rathaus 7 Kanonen in der Base gehabt und die Level 1 Queen ist immerhin eine Level 1 Queen, ne? Also das wollen wir nicht vergessen, die macht ein bisschen Schaden und hat ein paar Hitpoints, die man auch erstmal runterballern muss als Dev, aber das war schon jetzt hier ein kleiner Overkill mit den Hawks. Ja, coole Sache hier. Erster 3-Stern hier reingeholt hier unten. Und jetzt muss ich mal eben gucken. Es gab ja auch mal so einen 3-Stern, den ich, ja, zum Beispiel der neue hier, ne? Richtig schön krass. Hoppla, oh, da haben wir mal die Helden gar nicht erst mitgenommen. Warum auch? Brauchen wir hier ja auch nicht. Ja, wir nehmen einfach nur mal ein paar Riesen aus der Clanburg und ein paar Magier plus ein paar Walküren und dann ist das Ding hier Geschichte. Ja, also das ist dann so ein schöner abendlicher Lacher hier, so nach dem Motto, Alter, was machst du denn hier? Ja, und dann, oh, hoppla, da habe ich ja was vergessen.
Macht aber nichts. War ein schöner Run hier von dieser Masse an Valkyren auf Level 2. Und schön in Wut und noch zwei Heilzauber jetzt, also in so einer weitläufigen Base, wo die jetzt auch gar nicht auf so viele klarstoßen, die auf viele fallen. Aber können natürlich super durch die Heilringe hier laufen. Jetzt noch von außen so ein paar Clean-Up-Boris gesetzt, dass das Ganze hier auch zeitlich passt. Und dann waren das hier 3 Sterne ohne Helden. Ja, warum auch? Ich will nicht sagen, dass Helden überbewertet werden, aber in diesem Kampf mit Sicherheit von dem 9 von 15 auf 16. Taktik war hier zu Anfang ein runter. Fand ich nicht schlecht. Ich habe dennoch mein Gegenüber gemacht. Ich werde die Kämpfe auch zeigen, gar keine Frage. Aber wir wollen natürlich auch ein bisschen was von dem Clan sehen, denn unter Umständen interessiert ihr euch ja für diesen Clan hier. Sucht einen neuen coolen Haufen. Vor allen Dingen mit auch älteren Spielern hier. Also hier sind auch jüngere Spieler drin, gar keine Frage. Aber hier ist doch die Masse so schon um die 30 orientiert und älter. Das ist natürlich auch wieder ein Gefüge, was mir gut entgegenkommt. Ich kann auch mit jüngeren Spielern spielen. Ich kann jetzt zwar nicht ganz so auf jung machen, ey Digga und sowas alles. Und wie ich manchmal in den Kommentaren genannt werde, so nach dem Motto, oh Bro, tolle Videos. Ja, okay, das nehme ich mal so hin. Ihr wisst, ich bin schon ein bisschen älteres Semester, habe aber 2 junge Jungs. Und die halten mich natürlich auch immer auf den Laufenden, was so die tollsten und coolsten und hippesten Sprüche angeht. Und da braucht ihr mir also auch nichts vormachen. In der Online-Welt sowieso nicht. Da mache ich den Jungs höchstens noch ein bisschen was vor, da ich mich hier ja doch dann schon weit über 25 Jahre in diesem Metier hier tummel, was Online-Sein angeht. Und ob das nun Spielen ist oder Arbeiten ist. Also das ist schon so ein bisschen meine Welt hier, chatten und schlaue Sprüche klopfen, aber hier waren es erstmal schöne 3 Sterne von 8 auf 15. Gar keine Frage, also hier hat man sich zu Anfang etwas schwer getan, die Achter hier auch zu dreiern, aus welchem Grund auch immer. Und hat dann aber trotzdem in der zweiten Welle noch richtig gut abgeräumt hier mit coolen Fights und überdachten Fights auch. Also hier hat man nichts anbrennen lassen. Auch hier wurde schön klar vorgegeben, wer macht hier wie weiter. Und das hat auch absolut so gepasst. Also das war auch wirklich gut. Da hat auch hier die Führung gut mitgespielt, die ein gutes Auge hier drauf hat. Wer schafft hier eigentlich was so von der Heldenkombi her und von den Truppen her? Das habe ich hier auch gemocht, muss ich sagen, in dem CK. Nicht, dass ich mich da gerne leiten lasse. Ich habe nicht mein empfohlenes Ziel erst gemacht. Aber auch das kann man natürlich hier äußern. Man kann natürlich sagen, pass mal auf, mir liegt die Base hier viel, viel besser. Da sehe ich eher 3 Sterne. Und dann kannst du die natürlich auch machen. Gar keine Frage. Und das habe ich hier denn im ersten Wurf auch so getan. Und glaube, habe den Clan hier, denke ich mal, ganz gut unterstützt. Ihr könnt mir glauben, das war alles Glück. Ja, das kann ich nicht immer so, da muss auch alles passen. Und in diesem CK hier hat es auch mal beim Avatar gepasst. Das war ja in den anderen CKs nicht so wirklich gut. Aber hier haben wir nochmal den Richard. Hier haben wir den Daniel. Daniel ist schon eher 10er. Das ist natürlich eine typische FTW-Base. Ich weiß gar nicht, ob die noch wirklich zeitgemäß ist hier für CKs, denn früher war das sicherlich eine tolle Base, aber heute würde ich doch eher sagen, dass das Opferbases sind hier mit den Designs hier mit Bolern im Nacken und vielen Valkyren. Ich meine, so eine Base, die kannst du auch dann noch super mit Schweinen machen oder aus der Luft machen. Also das ist wirklich nicht gut. Ich kann es keinen empfehlen, sich noch so eine Base anzutun, vielleicht als Farmbase, ja. Aber jetzt als CK-Base, nicht weil er die jetzt hier locker gedreiert hat, sondern die ist einfach nichts. Die schafft auch einen 9er hier. Und, ich habe vergessen vorzuspulen, ist aber nicht so schlimm. Und dann gehen die hier gut durch mit Heilern hinten, oben noch die Valkyren jetzt bei dem Magertürm.
mit den Barbaren zusammen. Also das Jopending und die Masse, die ihr hier jetzt auch noch rechts an Truppen lebt, ist schon krass. Also wie gesagt, nicht zu empfehlen, diese Base. Baut dieses Ding nicht. Ihr seid nur Opfer in den Clankriegen. Und jetzt kommen wir schon in den etwas höheren Regionen. Wir gucken uns einen Angriff von der 2 an. Das war jetzt schon zweite Rutsche hier. Gute überdachte CK-Angriffe. Also auch so weit runtergegangen. Der hat hier einen guten ersten Angriff hingelegt und konnte den dementsprechend jetzt auch als zweiter hier runtergehen. Ist also ein RH10. Wir sehen das hier an den Dreier Lava-Hunden. An den Helden jetzt nicht so unbedingt. Das mal ein kleiner Tipp an den Clan. Die auch viel Clankriege hier machen und einige haben auch geschrieben, ja, ich mache natürlich gerne Clankriege mit, aber dann komme ich mit meinen Helden nicht nach, weil ich natürlich die CKs gerne mitmache. Und lasst euch ruhig Zeit bei den Helden. Da muss man einfach durch. Oh, krass hier mit dem Klonzauber. Alter, ist das cool. Habe ich noch gar nicht so gesehen. Ja, sauber. Super, mit Klonzauber gearbeitet. Das sind natürlich auch schöne Dinger, die man dann in den CKs hier sieht. Dass mal so ein Exotenzauber hier in dem RH10-Bereich genutzt wird. Also ich sehe den eher selten, den Klonzauber. Und er hat den auch schon auf, er hat den auf Level 2. Dann klont er natürlich nochmal ein Loon mehr, glaube ich. Sind dann 25 Truppen, da hast du 5 Loons mehr hier im Feld. Ja, super Angriff hier, super 3 Sterne. Auf ein gutes RH9 und dieses hier war jetzt schon mein, ja, das war jetzt schon mein zweiter Angriff, aber wir gehen ja von unten nach oben und was habe ich mir hier eigentlich bei gedacht? Ich mache mal eine Pause, um das kurz zu erklären. Die Zeit müsst ihr mir jetzt gönnen, was ich mir bei dieser Base gedacht hatte. Also ich wurde gefragt, Avatar, schaffst du hier die, oder Toto, ich gebe ja mal Preis, wer ich bin. Toto, schaffst du diese Base hier und ist ja schon ein starker Brocken, ist eine Max-Out RH9 Base mit netten Helden in der Mitte. Und mein Ziel war es eigentlich, diese beiden Lars hier auszuschalten und den Feger. Plus dann die Queen, die ja ein bisschen auf mich zukommt. Aber was mich so ein bisschen daran gehindert hat, hier jetzt Golems zu setzen an der Stelle, ist, dass ich so ein bisschen Muffe hatte, dass ein Golem sich hierhin verläuft zu der Kanone. Denn dann ist dieser ganze Angriff hier für die... Ja, jetzt nicht unbedingt für die Dutten, aber dann laufen die hier hin und alles verlagert sich hier so ein bisschen nach rechts. Das heißt also, ich musste schon einen Golem hier irgendwo hinsetzen, dass der hier auf diese Lage geht und habe mir gedacht, der Bogenschützenturm hier schafft das dann, weil der Golem geht ja bis hier an die Mauer. Der zieht auch noch das Feuer auf sich und ich packe das Ding hier mit einem Lohn. Ist mir auch genauso gelungen. Also der Start war genau, wie ich es mir vorgestellt habe. Schicke jetzt erstmal ganz easy hier den Lohn hin. Das, ja, die Kanone schießt jetzt zwar noch auf den Magier, ist jetzt aber schon mal weg. Und komme hier genau so in die Base eigentlich rein, wie ich es mir vorgestellt habe. Der Sprung vielleicht nicht ganz so dolle. Aber ich komme hier mit meinem Heldenpärchen denn auch schon recht weit, muss ich sagen. Schicke dann entgegen bzw. in den Rücken des Fegers hier meine restlichen Loons in Eil rein. Und im Moment muss ich sagen, liegen mir diese Laloon-Angriffe mit allen meinen 900 Chars sehr, sehr gut. Aber das sind auch Angriffe. Ich glaube, als ich gefragt wurde, mach mal einen Angriff jetzt, dann habe ich gesagt, hopp oder top. Ja, das ist, kann in die Dutten gehen, 1 Stern, das kann gut werden, 3 Sterne. Hatte ich schon mal gesagt. 2 Sterne, ganz, ganz selten, dass man hier beim Golaloon mit 2 Sternen nach Hause geht. Wie gesagt, entweder ist das Essig oder es wird halt ein guter Angriff, so wie der hier vom AFA auf die 6. Und bevor ich auf meinen letzten eingehe, gucken wir uns aber hier den Angriff von unserem ersten an. Das ist ein RH11, das ist der Ewing. Ich glaube, Chris hieß er im RL. Zumindest habe ich mir hier so eine Mini-Liste gemacht von deren, die hier häufig online sind, dass ich die auch ein bisschen benennen kann und nicht immer den Twink-Namen da hinschreibe, beziehungsweise den Spielernamen. Und deswegen weiß ich, dass er hier so heißt. Irgendwann hat das mir ja auch einfach gesagt. Und die Leute wussten ja auch, wie ich heiße, aber ich höre ja jetzt schon seit relativ vielen Jahren auf das Kürzel Toto. Warum auch immer, ich werde euch das irgendwann mal erklären, woher das kommt. Das hat ja auch einen witzigen Hintergrund und ich nehme das mal so hin. Ich denke mal, das passt auch zu mir. Aber hier ein schöner
La Lune-Angriff, also erstmal ein Clear mit der Queen und danach hier die Masse an Loons reingesteckt. Jetzt erst den Warden gezündet, um die Loons nochmal zu schützen. Und RH11 auf RH10. Das ist jetzt nicht unbedingt üblich, dass man da immer drei Sterne macht. Und aber hier war es schon dominant, will ich nicht sagen. Jetzt kommen da hinten natürlich noch zwei Magiertürme, die schon im guten Ausbau sind. Aber die haben sich erstmal ein bisschen auf den Warden konzentriert. Und jetzt geht eigentlich erstmal nur ein Loon da auf den Magierturm, aber geschafft. Der hat auch nicht ganz so viel Flächenschaden gemacht und dann mit den Lakaien hier im Hintergrund war das hier eine richtig runde Sache. Also coole drei Sterne hier im ersten Wurf hat der Chris hier einen Stern auf sein Gegenüber gemacht. Das war jetzt nicht so schlimm. Diese drei Sterne hier, die waren viel, viel wichtiger. Und man sieht auch 55, 46, also so super deutlich war es nicht ab. Aber am Ende konnte der Gegner uns nichts mehr entgegensetzen. Ich zeige euch noch zwei Angriffe, nämlich diesen hier und dann am Ende noch einen richtig kuriosen Angriff. Den muss ich euch einfach zeigen. Den durfte ich eigentlich nicht zeigen, aber ich mache es dann einfach. Da kann er mir ja nicht sauer sein. Was im Kasten ist, ist im Kasten. Also auch hier, ich halte das mal an, war natürlich mein Ziel, wie immer, so ein bisschen Luftabwehr zu schaffen, nämlich den Bogenschützenturm Dila hier und Dila. Die Base hier ist auch komplett maxed out, was Mauern angeht. Also da hatte ich auch keinen Bock, mich mit irgendwas anderem durchzufressen. Und was mir ein bisschen Probleme erst bereitet hat, waren natürlich die Feger. Gut positioniert hier und die drehen sich ja auch noch ein bisschen. Und die können einem dann das Leben schon ein bisschen schwer machen. Aber ich komme hier gut in die Base rein mit den Golems, komme auch gut in die Mitte, Helden jetzt hinterher, da läuft jetzt auch wirklich alles in die Mitte rein. Das ist natürlich hundertprozentig. Hier setze ich den Sprung auch nicht wirklich gut, aber zumindest schaffe ich die La, ich schaffe die ersten Teslas dort und ich habe dann auch später erst im Video gesehen, dass ich auch die Feger hier packe. Das ist natürlich super. Den zweiten zwei jetzt noch nicht, aber der kann auch nicht mehr fegen, dafür sind meine Loons jetzt zu schnell und so war das auch hier auf diese relativ hohe Base. Also 4 auf 4 ist ja auch super. Dann kann sich alles ein bisschen von oben nach unten orientieren. Und es muss hier kein RH10 an diese RH9 Base dran. Also an dem CK ist mir hier alles gut gelungen. Aber auch dem Clan alles gut gelungen. Ich will mich hier nicht in den Himmel loben, weil das war hier ja alles nur Glück. Und last but not least kommen wir zu einem besonders schönen Angriff. Also ich nehme den besonders schönen Angriff eigentlich nur als besonders schönes Beispiel, wie man es auch machen kann. Ich habe mir aber sagen lassen, dass der Stil hier öfter mal solche schönen 99er-Prozentiger macht. Aber wie kommt es eigentlich zu diesen 99%? Denn ich habe den Angriff live gesehen. Er versucht hier jetzt erstmal eine Lavec zu machen, kommt aus der Clanburg mit Max Schwein und die laufen hier richtig schön hier diese ganze Linie entlang. Hat hier mit dem Skelettzauber einfach noch ein bisschen nachgeholfen. Ist nicht schlecht. Und da habe ich schon gedacht, jo Mensch, das sieht gut aus. Jetzt habe ich mir seine Taktik dann schon gedacht, wie er weiter vorgeht mit zwei Heilzaubern. Dann jeweils auf die Lars und die Lager hier unten rechts und links. Kann er nämlich einen schönen Funnel machen. Einen kleinen Fehler begeht er dann leider mit dem King. Da müsst ihr jetzt einfach mal kurz drauf achten, denn später hat man sich natürlich gefragt, warum geht der King nicht auf die Bauhütte hier? Ja, das ist es, die Bauhütte des Todes. Dann geht er einfach hier entlang und wird diese Bauhütte hier niemals machen. Es kann sein, dass diese Bauhütte jemand gemacht hätte, wenn er unter Umständen hier oder hier den King gezündet hätte. Dann kommen ja diese ganzen Masse an Barbaren raus und dann kann es sein, dass einer hier vielleicht zur Hütte gegangen wäre. Aber so geht natürlich der King hier erstmal seinen gewohnten Weg, immer schön eine Defense bzw. eine Hütte und ein Lager nach dem nächsten, alles was ihm halt am nächsten ist und das ist leider nicht die Bauhütte an dieser Stelle gewesen und hier unten funnelt er jetzt richtig gut mit den Drachen, hat jetzt noch ein Wut für den Drachen aus der Clanburg, denn den braucht man unbedingt, aber der wird auch noch zusätzlich gegiftet und so fliegen die Drachen hier richtig schön durch die Base durch. Der King überlebt auch noch, weil der eine Loon noch von dem Drachen gemacht wurde. Und eigentlich hat man hier schon gedacht, yo, ich hatte das auch erst später gesehen, weil ich hatte die Kamerapose ungefähr hier. Und habe dann gedacht, ja, ist doch cool, Mensch. Ja, sauber. Easy going hier. Das sind ja in jedem Fall
Max, das sind ja in jedem Fall alle 3 Sterne und ein bisschen brauchen die bestimmt jetzt noch fürs Lager. Und dann habe ich hier so hingescrollt und habe gedacht, ach, herrje, nee. Oh nee. Und es war leider so, die Bauhütte des Todes hat wieder zugeschlagen. 99%, also mega ärgerlich. Schöner Lacher hier für den Clan. Aber scheinbar macht das Ziel hier öfter mal so schöne 99er. Gehört auch dazu. Immer den Spaß bewahren. Schöner Angriff war es trotzdem, weil auf diese komische Base hat nicht jeder eine Taktik. Ja, da kann man eigentlich mit Packers rein und heilern. Oder man kann hier natürlich so super mit Drachen rein. War ein super Funnel hier. Und das hat mir hier richtig gut gefallen, dieser Krieg. Also ist richtig hoch ausgefallen. Mit 16 Dreiern auf unserer Seite, 11 Dreiern auf der anderen Seite. Der Gegner-Clan hat auch gut angegriffen, ist auch immerhin Level-11-Clan gewesen, also 10 gegen 11. Und hatte auch seine Siegesserie, glaube ich, bis dahin. Aber der Clan hier hat seine Siegesserie ausbauen können mit Unterstützung von außen. Fand ich auch gut. Ich hätte gerne noch einen nächsten Clan-Krieg mitgespielt, Leute. Das dürfte mir nicht verübeln, aber ich muss meine Helden auch machen und ich hatte gerade so 129.000 mit diesem Doppelbonus hier im Sack, sodass ich hier meine Queen jetzt erstmal hingelegt habe. Deswegen habe ich gesagt, nein, ich mache erstmal keinen Krieg mit. Bin hier aber jetzt schon einen Tag zu lang und wenn dieses Video hier jetzt gleich vorbei ist mit Aufnahme, dann verlasse ich diesen Clan auch und mal gucken, wo es mich dann hinzieht. Unter Umständen nur in einen Clan, wo ich ein Video mache. Und wo ich natürlich wieder ein paar Truppen schnorre. Mal sehen, wer mich da aufreißt. Aber die Leute hier, die Jungs hier und Mädels hier vom Wapu-Da-Clan waren cool drauf. Da bedanke ich mich ganz, ganz herzlich, dass ich 3 Tage jetzt ja hier sein durfte. Und man sieht es auch, ich war hier mit Freuden 1481 Spenden. Also ich hatte ja auch schon mal gesagt, ich bin eigentlich dann einer, der eher mehr gibt, als dass er empfängt. Ist einfach so meine Mentalität. Ich bin Gast hier und gebe viel, viel mehr, als dass ich empfangen möchte. Ich mache ja auch nicht so viel hier. Ja, ich mache hier 2 CK-Angriffe, 2-3 Farmangriffe am Tag und dann ist das auch gewesen. Wenn euch dieses Video hier gefallen hat, auch wenn ich hier ja mit dem Avatar immer fremdgehe, dann lasst mir einen Daumen nach oben da. Wenn ihr noch kein Abonnent seid, dann könnt ihr mich am Ende dieses Videos abonnieren. Und wenn ihr mit mir in den Krieg ziehen wollt, das heißt also, ihr wollt, dass ich in euren Clan komme und einfach mal ein CK mit euch mitspiele, okay, vielleicht die nächsten 6 Tage jetzt nicht, aber ich unterstütze trotzdem gerne, würde trotzdem gerne ein Video bei euch machen, zeige coole Angriffe eures Clans, ist auch immer ein bisschen Werbung für den Clan, wo ich dann derzeit bin, sofern ich dort Unterstützung finde, das heißt also, die Leute sagen, yo, Toto, kannst du machen, manchmal bist du halt auch bei Clans, da sagen die, oh Gott, ein YouTuber, der hier nur seine billigen Videos machen will. Ja, wer das so sieht, ich sehe das hier nach wie vor als schönes Hobby. Und wenn alle Spaß am Spiel haben, dann macht es mir auch Spaß hier bei den Aufnahmen. Und nochmals Dankeschön an den Clan Wapu-Da, dass ich hier sein durfte. Und ich würde sagen, wir sehen uns ganz sicher am Wochenende wieder mit einer Samstags-Doppelfolge von mir. Also sonntags habe ich jetzt festgestellt, schaffe ich keine Doppelfolge, aber wir sehen uns samstags in einer Doppelfolge mit mir, dem Toto. Gelöscht.